Hi, ich bin Lenny. Ich bin Praktikant bei Studio Lev und ich nehme euch heute mit auf die Premiere von unserem neuen Theaterstück Nichts, welches ab jetzt im UK 14 läuft. Doch bevor die Show losging, konnte man sich bei uns im Foyer noch mit frischen Brezeln und leckeren Getränken ausstatten. Auch in unserem Merchstand gab es verschiedenste Gegenstände wie T-Shirts und Fotobücher zu kaufen. Das Museum der Bedeutung wurde ebenfalls wieder aufgebaut und man konnte verschiedenste Exponate bestaunen. An der Bedeutungssammelstation konnten Besucher wieder ihre eigenen Gegenstände verewigen, in Form von Zeichnungen oder kleinen Skulpturen. Und so langsam wurde es immer voller. Und während sich im Foyer noch ausgetauscht wurde, stieg hinter der Bühne die Spannung an. Zur Beruhigung wurde sich fleißig umarmt und gegenseitig viel Glück gewünscht. Ebenfalls gab es kleine Toy-Toy-Toys für den Cast und die Crew. Jetzt nur noch eine kleine Stärkung und dann wurden die Türen auch schon geöffnet. Jeder begab sich auf seinen Platz und die Show konnte beginnen. Los ging es mit einer großen Gesangsnummer, gefolgt von packenden Tänzen, spannenden Dialogen und sehr viel Action. Und dann ging die erste Hälfte des Stückes auch schon zu Ende. Und die Leute begaben sich zurück ins Foyer, um sich über das bisher Gesehene auszutauschen. Da habe ich mir ein paar Leute geschnappt und sie gefragt, wie ihnen das Stück bisher gefallen hat. Also ich finde richtig stark, was die Teilnehmenden auf der Bühne leisten und die jetzt auch in den letzten 3 Wochen geleistet haben. Ich finde es richtig schön, die Entwicklung zu sehen von Menschen, die ich auch schon kenne. Und es nimmt einen auf jeden Fall mit, vor allem die Szene vor der Pause auch. Und ich finde aber auch gut, dass das Kostümbild auch mit den Aktionen auf der Bühne interagiert. Die Energie ist sehr, sehr beeindruckend und auf jeden Fall auch mitreißend. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Also mein erster Eindruck war, oder das erste, was ich gesehen habe, waren die Kostüme. Und da muss ich auf jeden Fall sagen, 5 aus 5 Sterne. Dann fand ich sehr gut, dass Dancing in the Dark aufgetaucht ist. Das ist natürlich ein super Song. Ich bin sehr gespannt, wir sind jetzt gerade bei der Halbzeit. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ist gerade einiges passiert und ich bin gespannt. Dann ging es auch schon weiter und die zweite Hälfte begann. Und nachdem das Stück zu Ende war, gab es einen riesigen Applaus. Erst nur für den Cast und anschließend für die Band und das gesamte Team. Doch jetzt, wo das Stück zu Ende ist, hat mich nochmal eine finale Meinung der Zuschauer interessiert. Deswegen habe ich ein paar gefragt, welche Emotionen hattest du während des Stückes? Also ich fand es sehr intensiv, vor allem am Ende des Stücks, weil da ja dann nochmal sehr viel auf einen zukam, vor allem halt mit diesen ganzen Sachen, die sie quasi auf diesen Berg der Bedeutung legen und sich dazu entscheiden, schlimme Dinge zu tun und deshalb war das sehr hart am Ende, aber es war sehr gut und auch mit viel Witz zwischendurch und deshalb war es wirklich sehr gut. Also ich komme gerade frisch aus der Premiere von Nichts
Und ja, es hat natürlich nicht nichts in mir ausgelöst, sondern super viel. Es war Achterbahn der Gefühle, es war der Wahnsinn. Ja, das sind alles keine Profi-Schauspieler, auch keine Profi-Musiker. Und es hat mich absolut berührt. Ich fand es richtig gut. Es waren richtig heftige Themen drin. Ich war sehr berührt. Ich musste aber auch sehr viel lachen. Ich fand es mega geil. Also ich fand das Stück auch richtig gut. Es war sehr doll und sehr intensiv und hat einen auch sehr zum Nachdenken angeregt. Aber ich fand trotzdem, haben sie es auch sehr mit sehr viel Witz verpackt, sodass es trotzdem, dass man das gucken konnte. Und wurden deine Erwartungen erfüllt? Ich habe das Buch tatsächlich nicht gelesen, deshalb hatte ich nicht so viel Wissen. Deshalb bin ich eigentlich eher ohne Erwartungen reingegangen. Also natürlich hatte ich erwartet, dass es sehr gut wird, weil ich studiere recht kenne, aber ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Also ich habe mich ganz bewusst nicht damit auseinandergesetzt. Tatsächlich kannte das Buch nicht. Ich hatte es weder in der Schule noch euch privat gelesen. Von daher war ich in dem Sinne ganz naiv hier reingekommen. Unbeschriebenes Blatt war ich und ja, es hat mich absolut geflasht und ich fand es geil. Also ich hatte jetzt nicht so viele Erwartungen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich wusste ein bisschen, was passiert, aber nicht so ganz. Und meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt. Und ich fand es sehr gut. Und würdest du das Stück weiterempfehlen? Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also eine absolute Empfehlung. Geht rein und ich werde vielleicht nochmal mit ein paar Freunden reingehen. Doch so endete der Abend noch nicht. Nach weiterem Austauschen gab es nämlich noch eine Party. Es wurde getanzt, gelacht und angestoßen. So ging diese wunderschöne Premiere dann auch zu Ende. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommt, das Stück zu sehen, dann schaut auf unserer Internetseite vorbei und sichert euch eure Karten. Wir freuen uns auf euch. Ciao.